Letzte Runde, letzte Chance, hier noch irgendwie Okay, die Björn, jetzt Sache müssen zu wir aber drehen. loslegen. 40 Aber echt, Punkte. ey. Es kommt voll aufs Thema an. Jetzt Und wer muss noch man nie Fernsehen einmal so. geschaut hat, hat auch hier wieder ein paar Ei, Probleme. was nehmt ihr Okay. denn da immer, ey? Ach du Scheiße, ich Zeigen und wusste, singen dass an, das. die auf RTL 2 laufen, beziehungsweise Oder liefen jemals. gerade. Oh, oh, oh. Ja, Das ist toll, genau mein das sind Thema. alles. Das ist Ja, genau ich mein weiß was, ich Thema. weiß was, ich weiß was, ich Sehr weiß was. gut. Wer fängt denn an? Ich. Sag Du, mir erstmal, was du jemals sagst. Ach so, okay, Björn, die jemals liefen. jemals liefen seit Ding Seit geschehen. Anbeginn von RTL. Seit Anbeginn von RTL 2. Darf ich, darf ich, darf ich, Und darf ich? Ja, wer fängt an? Wir oder Flauschi Flauch? wir hatten Flauschi Lauch. Wir hatten vorhin angefangen. Ach egal. Flauschi ist, ihr fängt an. Jeanne, die Kamikaze-Diebin, sag ich. Da, aber das kennen viele. Meinst du was? Viele Dann, Mädchen. warte, warte, warte. Meinst du, dass es so bekannt ist? Ich würde Dr. Slump sagen. Was für ein Ding? Dr. Slump. Kenne ich nicht. Das ist von einem Also Dragon Ball bitte. Zeichner. Kennt bestimmt jeden Kopf. Arale. Und was? Mit Arale. Krieg die doch nicht so auf, kenne ich ja Dann nicht. nehmen wir das, wenn das keiner kennt. Ja, die, da es von Dragon Ball Zeichner ist, kennen das bestimmt voll viele. Kommt drauf In der an. Tat, also ja doch, also das war, ist ja eigentlich genommen, ist das, ich weiß gar nicht, was älter ist. Ich glaube, Dr. Slump, da gab es, glaube ich, eher Mangas von als von Dragon Ball. Ja, der ist schon uralt, Dr. Slump da. Ja, dann lass den mal nehmen. Vielleicht kennt ihn ja keiner Ich oder hoffe so. es mal. Also nehmt ihr das? Gut, hundertprozentig eine Null-Antwort. Ich schaue gerade, ob ich sie drin habe. Ja, du, Ja. ein Mondgesicht. Kennst du das echt nicht? Hat zu lange gedauert. Hast du es gefunden? Bei mir zeigt er das nicht an. Nee, ich habe es auch noch nicht gefunden. Macht ihr mal weiter schon mal. Ich gehe gerade durch. Weil ich würde nämlich dann, Björn, soll ich dir das vorwegnehmen? Ja, was denn? Dann würde ich nämlich Pretty Cure nennen, weil das lief auch, glaube ich, nur einmal oder zweimal auf RTL 2. Oh yeah, Das das lohnt toll. mehr. Nehmt das? Ja. Na, es hat sich nicht alles eins verschoben. Eins, zwei, drei. Power Stone auf dem ganzen Anime? Ja, aber der war totaler Mist. Dann Ja. hat sich alles nach rechts verschoben. Gut. Sehr gut, Holly, sehr gut. Null Antwort. Detektiv Conan kennt jeder. Ja, das kennt Naruto jeder. auch. Ja, hey, hallo Naruto, willst du die 80-Punkte-Antwort haben oder was? Hat Also wirklich. wahrscheinlich 1000. Beyblade. 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 Oh, Rip. Let it Beyblade? be. Oh, nein, ich weiß was viel Besseres. Oh Gott. Das kennen auch nicht so viele, würde ich sagen. Hamtaro. Kenne ich nicht. Hamtaro. Waren das nicht diese dämlichen Hamster? Ja, Richtig. Ham Ham. Hamtaro, hat auch keiner genannt. Ham. Wie jetzt? Hamtaro ist Gar eine nicht drin? Nullantwort. Ach Ich so. suche gerade. Was hast denn du für Leute gefragt, Thomas? Keinen, der Hamtaro kennt. Irgendwelche alten Komisch. Erwachsenen. Björn, darf ich wieder? Jawohl, Dann leg nenne los. ich nämlich die Schatzinsel. Ui. Ja, stimmt. Alter. One Piece 1, kennt 2, ja 3, auch 4. jeder. 1, Ach 2, ja, 3, One 4. Piece. Die Schatzinsel. Wo ein Ein Piece. Punkt. Immerhin. Da hast du bestimmt Parappa gefragt. Nee, ich bin ja Nee, aus nicht. derselben Ära wie Parappa quasi. Ja, Bin mir weil aber der nicht muss das sicher. hundertprozentig Ihr gesagt seid alle haben. Kann gut alt. sein. Was ist mit Robin Hood? Als Anime? Ja, ein schöner Anime. Echt jetzt? Da Von den gab's neueren Anime? Leuten kennt ihr bestimmt keine Sau. Ich weiß nicht, ob er auf RTL Also 2 ist. bitte. Ja, ich kann den nicht. Du bist ein kleiner, großer Halt die Klappe! Wollt ihr den nennen? Ja. Nehmen wir mal. Wahrscheinlich Schuss in den Ofen. Pokémon. Ei. Ach, geht ja noch. Ei, ja gut. Mit One Piece wären wir voll dabei. Nimm Ja, Naruto, One Piece und Dragon Ball, da bist du sowas aus okay, durch. Björn, soll ich wieder? Okay, bist du richtig fit? Dann nenne ich nämlich das Dschungelbuch. Ja, stimmt, gab's Das ja ist doch auch kein mal. Anime. Doch, Doch, da das gab's ein Anime Dschungelbuch, von. ja, Ja. lief auch auf RTL 2. Ist auch eine Nullantwort, wenn das stimmt. Das muss ich Ich habe nachprüfen, noch habe ich eins. aber dann definitiv nicht mit aufgenommen. Das fehlt. Hier Mist. fehlen mir eine ganze Menge, fällt mir langsam ein. Die meisten habe ich hier aber eingezeichnet und nicht übertragen. My fault. Aber ich weiß, es kam vor und ich weiß, es ist eine Nullantwort. Sehr gut. Ich habe noch eins, das keiner kennt. Super Huli. Glaube ich. So, Hoffe ich. zwei, jeder zwei noch, glaube ich. Ja. Robin, kennst du Wedding Peach? Nein.
Ich will keinen Pfirsich heiraten. Hab dich im Traum gesehen. Das ist schön gewesen. Als Kind habe ich das gemocht. Das war ein billiger Abklatsch von Sailor Moon, ich bitte dich. Ja, aber das war wirklich... Es war Sailor Moon mit dem Ziel, es noch süßer und penetrant rosafarben zu machen. Ich meine, unser Team ist flauschig. Ja, du müsstest eigentlich Wedding Peach nehmen. Okay? Ja. Ja. Damit sieht es jetzt echt schlimm aus. Björn, fällt dir was ein, sonst nehme ich was. Ich glaube, also mir fehlen noch so Sachen ein wie eine glückliche Familie oder so, das kennt aber auch jeder. Oder ja. Björn, soll ich was nennen? Soll ich was nennen? Dann nenne ich nämlich Zorro. Zorro, ja, stimmt, den gab es ja auch mal in das Anime. Z wie Zorro. Genau. Aber nicht auf RTL 2. Doch, jawohl. Das kam auf Kabel 1. Nein, das ging auch auf RTL 2. Ach komm, mache ich hier echt nur Mist oder was beim Aufnehmen? Deshalb mache ich dieses Quiz nur ein einziges Mal und nie mehr wieder, weil es so viel übelst Arbeit ist, alle Antworten zu finden. Allein wenn du bei YouTube eingibst, dann siehst du auch oben das RTL 2. Und dann fehlen mir RTL 2 Logo, genau. Alter Mist. Ich prüfe das nochmal, aber dann ist es auch wieder eine Nullantwort. Eieiei. Oh, ist das peinlich, verdammt. Sorry, das ist aber genau mein Thema. Sehr gut. Oh mein Gott. Jetzt sind wir, glaube ich, nur noch einmal drin, oder? Letztes Mal und es sieht aus, als hättet ihr gewonnen, ja. Robin, kennst du das mit dem kleinen Neandertaler? Irgendwie Flint oder so? Wie hieß das? Flint Hammerhead. Ja, nehmen wir das mal. 1, 2, 3, 4. Zack, 9 Leute. Oh, was? 9? Echt? Ja. Krass. Frag mich, warum, ich fand's total bescheuert, aber viele Leute, blieb das in Erinnerung. So, Bumba, Abschluss, Bumba, Bumba. Letzte Antwort. Wir als letztes, oh Mann. Mhm. Ja, wir haben eh verloren, Björn. Naja, egal, dann komm. Sollen wir aus Spaß Dragon Ball nehmen? Nee, komm, dann hau ich dir einen raus wie, Cat's Eye, also Katzenauge. Ja, genau, Katzenauge. Ihr riecht mich auf. Schon wieder drin. Null? Es lief auf RTL 2. Wie alt bist du? Es lief zuerst auf Tele 5, dann wurde es später auf RTL 2 ausgestrahlt. Ich war bei RTL 2 und habe Foren, offizielles Wetz und Ankündigung. Geh auf wunschliste.de, dann siehst du auch die Ausstrahlung. Bin durchgegangen. Wenn das stimmt, hat RTL 2 nicht mal seine eigenen Animes. Geh auf wunschliste.de, dann siehst du das Katzenauge auf RTL 2 lief. Ich glaub's dir. Gut. Wir haben trotzdem gewonnen. Die letzte Runde war noch übelst peinlich für mich. Aber gut, gehen wir noch. Ihr habt gewonnen, ja. Ja, Robin, wir müssen nicht synchronisieren. Ja. Ben Chen. Anime? Ja, klar. Ja, Zeichentrickserie. Digimon hat zusammengeführt, zusammen mit Dragon Ball. Ja, das glaube ich. Mit 39 jeweils. Dorimi wollte ich auch nennen, aber mir war klar, dass das mindestens ein paar kennen. Also man fangt den Weihnachtsmann. Get at Galactic Weihnachtsmann Football. Und gucken. Oh, Galactic Football, das war der größte Anime. Grütze. Oder eine Zeichentrickserie. Teen Titans lief ja auch auf RTL 2. Ja. Ah, Jackie Chan Adventures finde ich auch. Teen Titans. Ich dachte, wir haben die ganze Zeit nur Animes, also aus Japan. Ja, ist doch egal, wir haben ja gewonnen. Kein Sinn. Oh, da hätte ich schon längst Jackie Chan oder so genannt. Musst du mal lesen, Schatz. Also Jean, die Kamikaze. Inazuma 11. Scheiße, ich bin echt doof. Ich bin doof. Ja, ich bin wohl. Nila Superstar. Ach ja, genau. Da erinnere ich mich. Habe ich nie gesehen. Aber hier mit Michelle Vaillant. Ich glaube, das ist falsch. Das lief nämlich auf RTL, auf Super RTL, nicht auf RTL 2. Doch, ich glaube, das lief aber auch mal. Pokémon 2. Oh, ich habe mich geirrt. Pokémon ist die Top-Antwort. Poker? Ach ja, Poker, süß. Wir ran mal an halb. Es sind 20 Leute. Sailor Moon auch recht. Sailor Moon, juhu. Sailor Rider. Also für Björn. Yu-Gi-Oh! Hat kein Mensch hat Yu-Gi-Oh! Echt? Was? Echt, was? Was ist mit den Leuten los, echt? Ne, Witz, was hast du für Leute gefragt? Ja, dass ihr sich gemeldet hat. 100 Leute, damit hat sich einigermaßen eine Richtung ergeben und keiner hat Yu-Gi-Oh! Genannt. Das darf ich nicht wahr sein. Krank. Aber wisst ihr was? Damit sind wir durch. Und wie gesagt, Björn, hey. Du Linert. Wie sagen die das jetzt in Kenny vs. Benny? Zeit für die Demütigung. Sehr cool. Oh. Na, das kann ja was geben, ne? Ja. Egal, ich freu mich drauf. Ich muss das machen. Bis wann müssen wir das fertig machen?
Was morgen? Okay. Legt schon los. Ja, fangt mal an, ne? Es ist heute, sagen wir mal, 2013 soll es schon irgendwann hochgeladen werden. Ach ja, dann fang ich mal an, ein bisschen was zu schreiben und dann, genau, ja. Ich muss mir das Ding nochmal anschauen, dann müssen wir noch, Björn, müssen wir uns absprechen, wer jetzt was spricht. Genau. Also eine Synchronisation vom Hentai Sailor and the Seven Bottles. Ja, aber nicht den ganzen Film, oder? Hm. Ohne die starken Szenen, aber sonst. Ohne die starken Szenen. Szenen, ja. Das, oh mein Gott, das will ich nicht so, oh, es bleibt nicht allzu viel übrig, da der Schluss. Ja, so der Schluss kann komplett weg. Gekürzt werden kann. Ja, jetzt sind wir ja schnell durch. Oh, Liebling, ich liebe. Ja, genau. Und dann kommt Huli, oh, komm her, mein kleines Baby. Oh, ich das könnte heute werden. Könnt ihr euch schon mal freuen, ey. Und ich hatte schon so Schiss, ich muss das machen. Tja. Da war ich auch so angepisst am Ende bei den Fernsehfragen. Ja, ich dachte auch so, oh, alles klar. Aber wisst ihr was? Die Hauptsache war doch, es hat Spaß gemacht. Richtig. Ja, es wurde spannend. Es wurde spannend. Was mich betrifft, ich wusste, dass ich Fails machen werde in der Arbeit hier im Schreiben, aber jo, dass es so heftig wird, hätte ich nicht gedacht. Das hätte, vor allen Dingen bei RTL 2. Es war ja, so, sorry, das ist halt mein Thema. Tut mir leid. Oh. Ich wiederhole nochmal, du kennst Filme, die hat RTL 2 nicht mal. Aber ohne Scheiß-Katharsis hast du top gemacht. Ohne Scheiß. Gute Arbeit. Also Respekt an dich. Vielen Dank, ich werde das nie mehr wieder machen. Ja, also das scheint wirklich schon recht aufwendig Arbeit, gewesen zu sein. Ich hoffe, das würdigen die Leute auch gefälligst. Anders, wahrscheinlich. Na, aber ich würde sagen, nicht alles auf einmal hochladen. Ich glaube gar nicht, dass ich das irgendein Schwein anguckt. Ich würde erstens sagen, dass es sehr, 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 sehr lange dauert und später schneller wird. Aber nee, vor allen Dingen, das wird ja dann gegen Ende hin noch spannend. Ich meine, wenn die Leute da nicht dranbleiben, haben wir... Ja, dummerweise ist es am Ende dann wahrscheinlich gar nicht mehr da, weil der Anfang alle verstört hat. Spätestens bei den hier Fernsehsenderfragen, wenn wir richtig ausrasten da. Mhm. Ja, da kommen sie dann wieder. Weil ich dann angepisst war, weil... Hey, ich glaube, die ragen wegen Zelda ab. Ja. Ja, weil ich nicht wusste, weil wir nicht wussten, wie es heißt und ich vor allen Dingen nicht aufdecken konnte. Kommentare. Oh, das heißt so und so, seid ihr behindert oder was? Ja, ja. Irgendwelche Fanboys werden da voll aggressiv. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Part mit den Dragon Ball-Fragen eine erhöhte Klickzahl bekommen wird. Oh Gott. Zum Glück habe ich mich nicht allzu sehr blamiert da bei den Dragon Ball-Fragen. Nö, es ging gut. Ging gut. Und die Bubbles-Sache ist ja auch aufgeklärt. Ey, Bubbles! Ey, ist Bananas! Bubbles! Naja, ist ja auch gut. Da würde ich sagen, ich freue mich auf das finale Video. Alle, die bis hierhin mitgeschaut haben, hoffentlich auch. Ich auch. Ich freue mich. Und Dankeschön, es war ein super geiler Abend. Ohne Scheiß. Ja, es war länger als erwartet. Die 90 prognostizierten Minuten wurden leicht überholt. Das gibt's gar nicht, unfassbar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mir ein Vielen Dank fürs Zuschauen, ja. Wir hatten die Ehre. Ich danke nochmal den mitmachenden Teilnehmern. Gerne doch. Oh, kein Problem. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Hoffentlich ist das schöne Mädchen da. Ich stehe nämlich nicht so auf Männer. Ich hasse diese Perverslinge, die immer hinter einem herrennen. Diese widerlichen Spanner. Oh Liebling, du bist so romantisch. Ich liebe es, wenn du so redest. Ich werde dich immer lieben. Oh, Schatz. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Oh, Schatz, ich freue mich ja so. Ja, ich freue mich auch. Bald ist Hochzeit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche schrillen Gäste wir eingeladen haben. Einige habt ihr ja schon gesehen. Aber es kommen noch mehr, viel mehr. Von überall. Und auf einen bin ich ganz besonders gespannt. Aber der ist ja schon gerade gekommen. Er ist so unglaublich wild. Wir hatten früher eine heiße Affäre. Unsere Liebe war wild und leidenschaftlich. Wir haben es Tag und Nacht getrieben.